Entdecken Sie Japan. Gemeinsam mit unserer Berge- und Meer-Reiseexpertin Maren Wolters. Japan ist ein Land der Kontraste, in dem hypermoderne und uralte Traditionen ganz harmonisch nebeneinander existieren. Es ist auch ein Land, in dem Religionen wie Shintoismus und Buddhismus selbstverständlich parallel gelebt werden und in dem Religion zwar als absolute Privatsache gilt, aber trotzdem überall sichtbar ist. Auf ihrer Japanreise hat auch Maren viele geheimnisvolle spirituelle Orte besucht. Jeder einzelne verzauberte sie auf seine ganz eigene Weise. Etwa die einzigartige Stimmung auf dem Okunoin, dem größten Friedhof mit teils über 1000 Jahre alten Grabstätten. Hier wandert Maren zwischen den Grabsteinen der wartenden Seelen. Denn Tote gibt es hier nach buddhistischem Glauben nicht. Dass es aber an heiligen Orten in Japan nicht immer ruhig und andächtig zugeht, ist eine Erkenntnis, die auch Maren überrascht hat. Inmitten wilden Gewusels und allgegenwärtigen Stimmengewirrs und Feuerrauchs schlägt sie sich durch die Menschenmenge, völlig überwältigt von den Eindrücken des Moments. Hunderttausend Shinto-Schreine gibt es über Japan verteilt. Diese sind den zahlreichen Gottheiten des Shintoismus geweiht. Maren erfreut sich an ihrer farbenfrohen Gestaltung und zeigt sich erstaunt über die unfassbare Vielfalt und Komplexität der shintoistischen Götterwelt. Die Urreligion Japans steht dabei ganz friedlich neben der historisch gewachsenen und heutzutage wichtigsten Glaubensrichtung Japans, dem Buddhismus. Die Devise der buddhistischen Tempel lautet: äußerste Einfachheit, absolute Leere soll den Geist frei machen für die Erfahrung des Erleuchteten. Ein Weg, auf den sich Maren voll und ganz einlassen möchte. Aus diesem Grund sucht sie einen buddhistischen Mönch auf, der sie in die tiefen Geheimnisse der Zen-Meditation einführt. Die körperlich und geistig intensive Prozedur überführt Maren unter den wachsamen Augen des Mönchs in ein ganz neues Zeitbewusstsein. Ablenkung wird hier nicht nur symbolisch mit dem Stock bestraft. Sie müssen sich nicht auf Stockschläge einlassen, um Japan auch spirituell zu erleben. An Buddhismus und Shintoismus kommen Sie allerdings auf keinen Fall vorbei. Entdecken auch Sie die spirituelle Seite Japans. Natürlich nur mit Berge und Meer.